Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem DFB-Pokalspiel in der ersten Hauptrunde. Bundesligist Holstein Kiel ist am Samstag um 18 Uhr zu Gast hier auf dem Tivoli. Wir haben bisher 26.400 Karten verkauft, davon etwa 2.000 aus Kiel. Wir rechnen bisher mit nicht ganz ausverkauften Haus etwa 28.000 bis 29.000. Aber es bleiben auch noch 2 Tage für den Ticketkauf. Reinhard, du darfst gerne einmal beginnen mit einem Personal-Update. Ja, danke Megan. Wunschlos glücklich. Alle dabei, alle fit. Einzig alles Backert fehlt noch, aber wie gesagt, er kommt jetzt in den nächsten 10 Tagen zurück. Und ich freue mich sehr auf eure Fragen. Dann dürft ihr gerne starten. Christoph. Ich erzähle dir. Mach mal an. Was ändert der Pokal? Gibt es eine andere Herangehensweise, weil eine Mannschaft kommt, die natürlich erkennbar in einer Liga spielt und auch mit Sicherheit ja auch mehr Qualität mitbringt? Es ist ein Wettbewerb ohne Unentschieden. Das geht entweder do or die. Und solche Spiele sind besonders und sind, glaube ich, auch sehr besonders in der Rolle, in der wir sie diese Aufgabe annehmen können. Zu Hause im Tivoli mit unseren Fans gegen den Bundesligisten. Ja, wir haben schon Rhythmus. Sie haben uns zwar schon gesehen, aber wir haben Rhythmus, das kann man mit nichts ersetzen. Und wir haben Selbstvertrauen und wir wissen, dass der Tivoli immer nochmal die eine oder andere Personalie ausgleichen kann, vielleicht auch die Qualität ein Stück weit ausgleichen kann. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass von Anfang an nicht nur eine Mannschaft auf dem Platz ist, die da brennt und die alle unsere Stärken in die Waagschale wirft, sondern dass die Fans wie immer, vielleicht so wie die letzten 15 Minuten, im letzten Spiel noch mehr, das Ding zum Toll ausmachen und dann haben wir eine Chance hier. Und wir glauben dran, wir sind der Überzeugung, dass wir Kiel Paroli bieten können. Wir wissen, dass es ein Bundesligist ist. Wir wissen, dass uns niemand irgendwie was an den Hals schmeißt, wenn wir es nicht schaffen. Aber wir wollen das Ganze mit maximaler Mut, mit einer maximal breiten Brust angehen. Und wie gesagt, unsere Fans nicht enttäuschen. Es klingt so, als wenn sich gar nichts ändern würde, dass ihr genauso gegen Kiel auftretet wie gegen Pferd oder Rotes Essen. Wir spielen jedes Spiel, um zu gewinnen. Ich glaube, das machst du mit 6 Jahren das erste Mal gegen Beitritts und das wirst du auch machen, wenn du jemanden nach der Herren spielst. Deswegen spielen wir Fußball, um zu gewinnen. Und ärgern uns, wenn es nicht klappt und müssen gucken, warum es nicht geklappt hat. Und nehmen wieder Anlauf dann, wenn es geklappt hat, fürs nächste Spiel. Und, letztes Spiel haben wir nicht gewonnen. Im letzten Spiel haben wir sehr, sehr viel gewonnen, aber wir haben das Spiel nicht gewonnen. Wir spielen zu Hause und wollen den Bundesligisten Paroli bieten. Es könnte trotzdem eine andere Herangehensweise geben. Erstmal im Spiel seid ihr rausgekommen und habt euch direkt auf die Gegenspieler gestürzt. Man kann ja sagen, lass die mal kommen und wir gehen ein bisschen tiefer im Block. Das sind taktische Sachen, die ändern trotzdem nichts daran, dass du irgendwann Zweikämpfe führen musst und ob du die hoch weit weg vom eigenen Tor verteidigst oder irgendwann in der eigenen Box bist, ändert nichts an der Tatsache, dass du das 1 gegen 1 ist die Keimzelle des Spiels und die musst du gewinnen. Wenn du erfolgreich Fußball spielen willst, musst du bereit sein, das 1 gegen 1 aufzulösen. Und dazu sind wir bereit. Was spricht dagegen, dass der Trainer zum dritten Mal in Folge die gleiche Formation aufbietet? Zum Beispiel im Bundesligist. Aber ich lasse mir nicht in die Karten gucken. Aber Charlie Lenschow, der in dem Wettbewerb frei ist, wird spielen. Ist im Kader. Es kann aber auch sein, dass wir vom Matchplan dahingehend, dass wir sagen wollen, sofort ins Umschaltspiel gehen. Wird morgen das Abschlusstraining nochmal eine wichtige Rolle spielen. Wir haben mit Kevin Godin, Leopold Taro, Tilo Töpken, Toni Heinz, Japanik so viele Offensivspieler, die alle das spielen können. Und wir haben auch die Möglichkeit, Gianni Gaudino mal hinter die Spitze zu stellen, der Supertrainer hat die Woche, der für absolut Spielwitz gesorgt hat. Und deswegen wird morgen das Abschlusstraining nochmal so ein Gefühl geben, weil die Aufgabe ist schon eine andere, ne? Und auch der Perspektive. Und wir mögen ja solche Perspektiven. Das hast du gesagt, Kiel hat euch schon gesehen, aber ihr habt Kiel noch nicht gesehen. Was weißt du über die Mannschaft, wie die rangehen wird? Oder ist es dir egal, weil du sagst, wir wollen so unser Spiel durchziehen? Ne, wir haben sie auch gesehen. Ah, okay. Wir haben sie auch noch nicht in der Liga gesehen. Ja. Aber wir wissen, welche Vorbereitungen sie hinter sich haben. Wir kennen die Ergebnisse, wir kennen auch einige Spieler vom Video her. Insofern ist es eine Mannschaft, die
letztes Jahr mit überragend gutem Fußball aufgestiegen ist. Auch ein Verein, der sich nicht größer macht, als er ist, total bodenständig ist über die Jahre. Und das von Erfolg gekrönt wird, was dort irgendwann mal gesät wurde. Und das ist nicht irgendwie nur eine Sache, die wieder schnell vorbei ist, sondern das ist ein Club, der natürlich gewachsen ist und der mit Sicherheit auch in der Bundesliga ankommen wird. Ich denke, ähnlich wie Heidenheim, dort ist eine vernünftige Struktur. Ich kenne Carsten Wehrmann auch sehr gut. Ich weiß, dass er vernünftig ist, dass eine hohe Demut dort auch ist, dass die Leute nicht wegfliegen, wenn man mal ein Spiel gewinnt. Und auch da nicht sofort depressiv, wenn man mal ein Spiel verliert oder zwei. Sondern es sind vernünftige Leute am Werk und einem sehr guten Trainer mit einem klaren Plan. Hoffenheimer Schule. Wir haben immer sehr viele Lösungen mit dem Ball. Und das wird schon nur so ein Stück, so ein Matchplan auch dann auszuarbeiten, wenn du sie noch nicht in der Liga gesehen hast. Weil sie können ja auch ein Testspiel testen. Das geht in der Liga halt nicht. Und deswegen wird es vor allen Dingen darum gehen, dass wir an uns glauben, an den Plan glauben und einfach auch variabel sind. Der sehr gute Trainer mit dem klaren Plan hat diese Woche gesagt, dass er glaubt, dass Alemannia sehr, sehr hart auftreten wird. Und in der Tat kann man ja, wenn man die ersten beiden Spiele sieht, 8 gelbe Karten, eine rote Karte sagen, oh, die Ausbeute war schon mal nicht schlecht. Ist das so ein bisschen Kollateralschaden eurer Herangehensweise oder hängt das auch damit zusammen, dass ihr euch noch ein bisschen so an diese Liga herantasten müsst? Gute Frage. Du kannst auf der einen Seite natürlich nur dann auch einen Ballgewinn erzeugen, wenn du den letzten Schritt zum Ball hast, der maximal in die Richtung Ball geht. Du kannst nicht einfach einen Meter vorher stehen bleiben und zugucken. Und dann ist es ein Nebeneffekt vom Pressing, dass du halt aggressiv sein musst und dann auch mal eine Karte kriegst. Ich denke schon, dass es gerade im Pokalspiel darum gehen wird, dem Gegner auch irgendwo einen Schneid abzukaufen. Das ist leider im Fußball so. Trotz aller Räume finden und Taktiken, es geht am Ende immer um die Keimzelle des Spiels, ums 1 gegen 1. Gerade im Pokalspiel, glaube ich, ist das die Tugend, die wir auch als Underdog in die Waagschale werfen müssen. Wenn wir das nicht tun würden und mit Kiel um die Wette Fußball spielen würden, dann würden sie wahrscheinlich und zeigen, warum sie erste Liga spielen und wir gerade aus der Regionalliga aufgestiegen sind. Also insofern muss natürlich unsere Tugend, unsere Mannhaftigkeit, unser Zweikampfverhalten muss natürlich ein Schlüssel sein, den wir an die Tür stellen. Es gibt Trainer, ich glaube, du hast das auch in der letzten Saison so gehandhabt, dass im kleinen Pokal dann Torhüter 2, 3, 4 eingesetzt wird. Die Frage, wer im großen Pokal spielt, hat sich im letzten Jahr nicht gestellt. Wie handhabt ihr das? Im DFB-Pokal spielt die Nummer 1 und im Ligapokal dann möglicherweise ein anderer Torhüter? Herr Pauli, Sie kennen mich jetzt über ein Jahr. Ich gucke nur von Training zu Training, von Spiel zu Spiel. Und bei mir spielen dann die Spieler, wo ich glaube, wir können Spiel gewinnen. Für alles andere, es gibt keine Romane, sondern hier ist Tagesgeschäft. Und Elias ist ein überragend guter Keeper, der auch auf Strecke Marcel richtig Paroli bieten kann. Das hat er schon gezeigt im Training. Aber dafür muss er natürlich auch erstmal an die Mannschaft gewöhnt werden, vor allen Dingen an die Kette hinten. Und Marcel hat halt den Vorteil, dass er mit dieser Kette schon über ein Jahr spielt und wir in diesem Mannschaftsteil immer hervorragende Leistungen abgerufen haben. Und insofern wird es jetzt ja nicht gegen den Bundesligisten zu irgendeinem Versuch kommen, sondern wenn Elias dann mal eine Chance kriegt zu spielen und wir an sowas denken würden, dann würde ich eher in einen Rang tieferen Pokal dann denken. Aber da muss ich auch mit Torwarttrainer sprechen, mit einem Co-Trainer sprechen. Ja, das war eine Frage. Marcel wird spielen. Geht dann direkt an die Frage mal, auch an Marcel. Habt ihr Elfmeterschießen geübt? Oder für dich nochmal, gab es nochmal Elfmetereinheiten im Zweifelsfall? Also erstmal denken, wenn ich das Elfmeterschießen war, dann ist in den ersten 90 Minuten das Spiel hoffentlich zugunsten unserer Seite ausfällt. Und sollte es soweit kommen, wird innerhalb mir sehr geholfen und auch Videos angeguckt, wie der ein oder andere schießen wird. Okay, aber es gab kein spezielles Elfmeter-Training, was manche Trainer ja machen, weil ich mich bis heute frage, wie man sowas trainiert. Das geht schon. Ja, okay. Wenn du sagst, wenn du verschießt, zahlst du 500 Euro Strafe. Okay. Aber wenn wir das machen würden, dann hätten manche nichts mehr zu futtern zu Hause. Insofern können wir es nicht machen. Wie ist denn deine Elfmeter-Bilanz bisher? So lange bin ich ja auch noch nicht im Profibereich. Elfmeterschießen hatte ich noch nicht. Und ich glaube, ich habe letztes Jahr, weiß gar nicht, 2 gegen mich bekommen. 2-mal Wuppertal.
Ja, einmal die richtige Ecke, einmal nicht die richtige Ecke. Wir werden sehen. Kannst du so ein paar Eindrücke der ersten Woche in der dritten Liga wiedergeben? Hat sich dein Torwartspiel noch mal ein bisschen verändert, vielleicht auch verbessert? Also zumindest ist ja ein Eindruck, dass du auf einmal begeistert viele Flanken, hohe Flanken wegpflückst. Du bist beim Rauslaufen extrem sicher. Ist das nochmal ein Akzent, den du besonders trainiert und forciert hast in den letzten Wochen? Ja, also ich glaube, nicht jeder Spieler oder Torwart ist fehlerfrei. Es gibt immer Schwachpunkte bei einem. Und ich glaube, Hans und ich haben schon sehr viel gearbeitet im Thema Raumverteidigung. Und das macht es jetzt bezahlbar im Moment. Das sieht man. Aber es ist tatsächlich, also wenn man es jetzt schon sagen kann, so eine Entwicklung, eine positive Entwicklung, dass du da eine neue Sicherheit bisher hast. Ja, man sieht es ja in den Spielen, ob es jetzt Essen war, die letzten 10 Minuten, wo nur noch Bälle reingeflogen sind, ob es jetzt hier gewesen ist in der ersten Halbzeit, dass ich da mich auch traue, den einen oder anderen wegzufahren. Der Verein hat ja schon im Frühjahr erklärt, dass er sehr gerne mit dir den Vertrag verlängern will. Dazu ist es erkennbar noch nicht gekommen. Gibt es da einen neuen Sachstand? Seid ihr im Gespräch oder sagst du, lass uns erstmal in die Saison spielen? Also dafür bin ich nicht zuständig, über irgendwelche Vertragssituationen zu sprechen. Dafür habe ich einen Berater, der mit der Vereinsführung spricht. Natürlich fühle ich mich hier unfassbar wohl. Ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich, hier als 21-Jähriger so eine Wertschätzung zu bekommen vom Verein oder auch von den Fans. Und ich versuche es halt einfach zurückzuzahlen. Aber ich hoffe mal, dass der Berater deinen Willen umsetzt und nicht, dass der Berater dir sagt, was... Natürlich. Mein Berater und ich haben eine klare Meinung. Und alles Weitere wird man sehen. Und die klare Meinung, kannst du die ein bisschen konkretisieren, oder? Also konkretisieren kann ich sie nicht. Wir sind beide auf einem Stand. Mein Berater wird sich mit Sascha Eller natürlich unterhalten. Und alles Weitere sieht man dann in Zukunft. Also das haben die ersten Spiele, dein Marktwert nicht besonders geschadet. Nochmal, das habe ich am Samstag gesagt. Ich beurteile nicht selber meine Leistung, das beurteilt der Trainer. Und dementsprechend stellt der Trainer auch auf. Ist das tatsächlich so, dass du nicht so ein Ranking hast, dass du sagen kannst, boah, das war jetzt eines meiner fünf besten Spiele oder nein. Bewertest du das nicht für dich intern? Ich versuche jedes Spiel die Leistung abzurufen und der sichere Rückhalt für die Mannschaft zu sein. Ja, also so ein gutes Spiel kann ich jetzt nicht gemacht haben, weil wir ein Gegentor bekommen haben. So. Ja, nichts anderes haben müssen. Ja. Ja, aber nicht jedes Spiel bist du so gefordert wie am Samstag. Nee, ich glaube schon, dass jetzt die Qualität bei einzelnen Spielern oder bei den Vereinen viel höher ist als in der Regionalliga. Das muss man sagen. Wir haben diese Woche da schon mal darüber geredet, Herr Backhaus, Nummer 1 sitzt hier. Dann, wie ist das weitere Ranking der Tour, die Nummer 4 ist im Moment verletzt und wird auch ein bisschen ausfallen. Lukas Schmidt. Ich halte von solchen Zahlen überhaupt nichts, weil das würde genau dem Leistungsgrundsatz widersprechen, den wir jeden Tag propagieren. Natürlich hat Marcel einen Vorteil, weil er weiß, wie wir spielen, weil er gespielt hat, weil er eine sehr gute Kommunikation pflegt mit den Innenverteidigern, weil die Abläufe klar sind. Aber wir werden immer mit den Spielern spielen, wo wir das Gefühl haben, wir werden Spiele gewinnen. Und das ist heute mal 1, 2, 3, 4 und übermorgen ist es 4, 3, 2, 1 und jegliche Zahlenkombination ist da möglich. Also insofern würde ich doch jetzt nicht immer sagen, weil dann würde ich ja mir genau diesen Gebaren widersprechen. Okay. Die Frage zielt ab auf den Kader im ersten beiden Spielen. Da gab's, ist Elias jeweils auf der Bank gewesen. Simon war einmal verletzt. Wechselt das oder? Jetzt wäre die 2 und wer die 3 ist. Ja. Bei mir wechselt auch, wer die 1 ist, wenn die Leistung nicht stimmt. Aller Liebe, aller Beweihräucherung. Marcel hat 2 Drittligaspiele gemacht. Nochmal, sachte, langsam. Wir haben mit Elias Wörl einen Torhüter geholt, der hat, glaube ich, schon wesentlich mehr Drittligaspiele gemacht. Der ist auch sehr jung, der ist sehr talentiert. Und da kann ich deutlich sagen, ob er die 2 oder die 3 ist, der kommt hier, um die 1 zu werden.
Und das ist gut für Marcel. Weil nur mit Konkurrenz kannst du wachsen und kannst du dich entwickeln. Und so ist es genauso bei den Torhütern wie bei den Spielern. Wir müssen hier jeden Tag besser werden, sonst haben wir keine Chance im Profifußball. Und die Spiele gegen Essen und gegen Pferd sind lange her. Ich spiele jetzt gegen Holstein, Kiel und ich glaube, wir sollen uns diesem Spiel widmen jetzt. Das ist viel wichtiger. Ändert sich irgendwas an Abläufen für euch oder geht das ganz normal? Morgens nochmal anschwitzen, wenn es nochmal mobilisieren, morgens anschwitzen, dann nach Hause fahren, Mittagsschlaf und dann anderthalb Stunden vorm Anpfiff ganz normal treffen in der Kabine und dann wieder Gas geben. Ist die Karte größer? Ich weiß gar nicht, ob es da die U-Regel gibt wie in der Liga, das weiß ich noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall alle gesund, wir müssen sowieso einen Kader machen. Also es werden mit Sicherheit wieder zwei oder drei Spieler leider nicht dabei sein können. Gibt es noch Fragen zu unserem DFB-Pokalspiel? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank.